Ja, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Frau Regierungsrätin, Herr CEO von der SBB, Andreas Mayer. Ich erlaube mir, unsere Referierenden persönlich zu begrüßen. Selbstverständlich begrüße ich Sie alle ganz, ganz herzlich. Es ist für mich eine riesige Freude. Schon 10 Jahre ist es seither, dass wir PALDIGI gegründet haben. Wenn ich so in die Runde schaue, sehe ich sehr viele alte, bekannte Gesichter. Da hinten zum Beispiel Peter Fischer. Ihn haben wir zu Beginn der Gründung von PALDIGI genervt mit unseren vielen Vorstößen, die wir eingereicht haben. Und das musste aber sein zu Beginn. Und du vermisst sie, sehr gut. Wir werden das gleich nachholen. Vielleicht nicht mehr in dieser Session, aber in der Herbstsession. Nein, wir haben zu Beginn sehr stark mit Vorstößen gearbeitet und das musste auch sein, es musste aufgerüttelt werden. Aber wie es immer so ist im Leben, haben wir nachher gemerkt, was ist wirkungsvoller. Und das Gespräch mit den Verantwortlichen der Bundesverwaltung, mit Ihnen, sehr geehrte Gäste, hat uns weitergebracht. Und deshalb stehen wir auch heute nach 10 Jahren noch so fit vor Ihnen. Und ich finde es fantastisch, wenn ich so zurückblicke, wie wir die parlamentarische Gruppe gegründet haben. Da ist ein junger Matthias Stürmer ins Bundeshaus gestürmt und ich war damals frisch im Nationalrat und er hat mir gesagt, du, da hat es niemand, der sich um die digitalen Themen kümmert. Ich habe dann Matthias gesagt, das ändern wir, gründen eine parlamentarische Gruppe, aber damit es breit abgedeckt ist, braucht die SP-Frau ein bürgerliches Pendant. Und mein Kollege Wasserfallen Christian ist auch hier. Er war der Erste, der es mit mir gewagt hat als Co-Präsidentin. Der Zweite ist jetzt Franz Grütter. Er darf sich dann noch selber äußern, wie es so läuft in unserem Co-Präsidium. Nein, Spaß beiseite. Ich schätze es sehr, die Zusammenarbeit im Co-Präsidium, aber eben auch mit der ganzen parlamentarischen Gruppe, mit Ihnen, unseren Trägerinnen und Trägern. Sie sind stabil geblieben. Dieses Panel steht noch. Ganz herzlichen Dank. Auch dank Ihnen können wir heute hier sein. Es gibt im Parlament, das können Sie sehen, wir sind ja schließlich auch transparent, 156 parlamentarische Gruppen. Ich behaupte jetzt zu sagen, dass nicht alle so wichtig sind, aber eine ist die wichtigste und das ist PALDIGI. Und ich freue mich riesig, heute mit Ihnen unseren Geburtstag zu feiern. Stoßen wir gemeinsam an auf die vergangenen Vorstöße, auf das Erreichte, aber auch auf die Zukunft. Das wird uns im digitalen Zeitalter noch einiges abverlangen, aber ich bin überzeugt, wir sind gut aufgestellt und mit Ihnen zusammen werden wir die Schweiz in eine erfolgreiche, digitale, nachhaltige Zukunft bringen. Mit diesen Worten übergebe ich gerne meinem Co-Präsidenten Franz Grütter. Ja, lieber Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament, liebe Freunde, liebe Vertreter aus der Wirtschaft, ich kenne viele bekannte Gesichter hier, geschätzte Vertreter aus der Verwaltung, auch meinerseits vom Co-Präsidium her, herzliches Willkommen. Welche Kulisse hier, wunderschöner Abend. Ich freue mich, dass wir unser 10-jähriges Jubiläum in diesem schönen Ambiente gemeinsam feiern können. 2-3 Worte, nachhaltige, digitale Nachhaltigkeit. Ich glaube, es gibt ja in unserem Wirtschaftszweig auch Wirtschaftsdachverbände, die primär die Wirtschaft vertreten. Und das Interessante an dieser parlamentarischen Gruppe für digitale Nachhaltigkeit ist einerseits die breite Abstützung. Wir haben wirklich mehr oder weniger das gesamte Parteienspektrum vertreten. Wir arbeiten themen- und sachbezogen, sehr konstruktiv. Und wir bringen immer wieder Themen ein und interessant ist eben nicht nur wirtschaftliche Themen, sondern die ganze digitale Entwicklung beschäftigt heute ja die gesamte Gesellschaft. Wenn ich heute die Zeitung aufgeschlagen habe, ist von einer neuen Weltwährung die Rede, von Facebook, die Libro einführt. Ich weiß nicht, ob das dann ein Durchbruch ist, aber es zeigt einfach, dass digitale Themen immer mehr die gesamte Gesellschaft tangiert, beeinflusst und damit ist es auch automatisch so, dass Fragen beantwortet werden müssen,
dass Herausforderungen kommen, dass das Ganze auch in die Politik eingreift. Und genau dort sind wir eigentlich ein Bindeglied zwischen gesellschaftlichen Fragen, nicht nur wirtschaftlichen Fragen, gesellschaftlichen Fragen und auch ein Bindeglied, das dann versucht, über breite Allianzen Themen ins Parlament hineinzutragen. Und aus meiner Sicht ist das ein Erfolg. Diese Gruppe ist ein Erfolg. Das soll jetzt kein Symbol sein, wenn das umfällt. Und ich glaube auch, man muss auch sehen, wie bedeutungsvoll dieser Wirtschaftszweig in der Schweiz geworden ist. Heute wird in der Schweizer Digitalwirtschaft sind etwa 200'000 Mitarbeiter tätig. Nur etwa ein Drittel dieser 200'000 Leute arbeitet direkt in der IT-Industrie. Die übrigen zwei Drittel sind in Unternehmungen, beim Staat, bei Banken, Versicherungen und so weiter. Also ist eine grosse Industrie entstanden, etwa 27 Milliarden Wertschöpfung. Es ist ein Wirtschaftszweig, der heute in etwa die Größe hat wie die gesamte Versicherungsindustrie, Rang 6 schweizweit von allen Branchen. Also ein echtes neues Wirtschaftsfeld, das hier entstanden ist in den letzten nur knapp 20 Jahren. Das ist beeindruckend und wir sehen unsere Rolle darin, dass wir auch in den nächsten Jahren gemeinsam, wenn Sachen brennen, wenn wir das aufgreifen können. Und hier danke ich speziell auch Edith Graf-Litscher. Wir sind ja parteipolitisch sehr weit auseinander, aber ich darf Ihnen sagen, wir arbeiten hervorragend zusammen, sach- und themenorientiert, und das soll es auch bleiben. Ich danke Ihnen herzlich und ich danke speziell auch Bundespräsident Ueli Maurer, der wirklich, und das hoffe ich, spüren Sie auch, immer wieder, wenn digitale Themen anstehen, das hat er sich auf die Fahne geschrieben und er unterstützt uns in diesen Fragen. Und es zeigt ja auch die Wertschätzung, dass er heute Abend hier mit uns zusammen dieses Jubiläum feiert. Das Gleiche gilt für Andreas Mayer, der CEO von der SBB. Wenn man an die SBB denkt, denkt man an Bahn, an Eisenbahn. Aber heute ist auch das ein digitales Unternehmen und auch er engagiert sich in diesen Fragen immer wieder. Er wird ja heute Abend auch zu uns sprechen. Also herzlichen Dank, lasst uns gemeinsam heute feiern und ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Abend, genießen Sie es. Wir werden dann noch eine, nicht eine Hochzeitstorte, aber eine Festtagstorte werden wir dann, Edith Graf und ich, noch zusammen anschneiden. Also jetzt schönen Abend. Danke.